Herzlich willkommen bei den Bekloppten. Wir gehen's mal alle auf Bluttour. Mal gucken, wer alles stirbt. Was? Wir sterben nicht. Und dabei sind wieder Sunny, Töter. Hallo. Rocky. Hallo. Und das Arutas. Moment. Hier und sterben, wo kommen wir denn da hin? Da eben. Tja, ja. Hunde? Ach, was? Du gleich wieder denkst hier. Die Hunde, die sehen Sunny, dann rennen die Hunde weg. Denk ich mir aber auch hier. Nee, die haben Angst, dass sie wiederbelebt werden von Sunny. Hey, mein Defibrillator ist nicht dabei. Wird mit der letzten Spaß weggenommen. Ich hab einen Hammer in der Hand. Aber passiert nichts. Ja, schade. Dein Kopf müsste jetzt schon weggesprengt sein. PvP aus? Ja, ich weiß nicht warum. Ja. Achso. Wer weiß. Mal dann. Rennen wir mal Richtung Kirche. Mal gucken, wann wir ihn beerdigen müssen zwischendurch. Zombie. Mehrere Zombies. Mehrere Leute mit Hämmer, wer gewinnt? Hör mal, wer da hämmert. Na toll. Ups! Schon was fies. Schnell! Gleich so zerdroschen, dass er sein Loot rausgegeben hat, freiwillig. Ja! So muss es sein! So, die Häuser hast du ja alle schon geplündert, oder? Ich meine ja. Ey, mal gucken, ob die Tür offen ist. Kann das sein, dass ich in dem nicht war? Das weiß ich nicht mehr. Tür ist offen, also war da schon jemand. Tja. Ich sehe gerade meine FPS, es wird gar nicht mehr angezeigt hier in 7 Days. Bei mir habe ich es deaktiviert, weil es ja auch in der Aufnahme drin war. Hm. Okay, das ist bei mir nicht. Bei mir wurden die angezeigt in der Aufnahme. Ja, wenn du Desktop-Aufnahme machst, dann schon. Eben, nee, bei Spielaufnahme. Ach so, okay, eigentlich. Sollte es da nicht angezeigt werden. Hier war das Naruto schon. Naja, das sind ja die Häuser oder am See. Nee. Guck mal vor mir auf den Boden. War ich nicht. Da war Naruto, oder? Mach mal Müll immer weg. Wie Müll wegmachen? Da lag noch ein Zombie rum. Da liegen noch mehrere rum. Na. Aufräumen. Rucksack. Wir wollen eine saubere Natur haben. Echt? Wollen wir das? Ja. Eigentlich müssten ja auch übelst viele Nester sein. Ich finde irgendwie gerade keine. Du hast auch an einen vorbei. Tja. Oh, Zombie! Das ist auch noch eins. Ist hier die Tür auch aufgebrochen? Da war ich drin. Oh, guck mal, da kriegst du eine. Okay. Nix drinnen. Wo müssen wir überhaupt lang? In meine Richtung.
Ah, bei mir ist er blau. Richtung Südost? Richtung Ost, oder? Ja. Mhm. Und von mir aus zeigen sie an Südost. Triff mal einen Hase mit dem Hammer, ey. Triff mal einen Huhn mit der Nagelpistole. Da unten ist doch schon eine Was Kirche. Was ist schwerer? Oh, 26 Federn im Nest, das war doch gut. Ja. Habt ihr alle Ausdauer geskillt oder was? Nö. Nö. Jo. Ja gut, du gehst ja auch auf Loot-Tour, bei dir macht das ja auch Sinn. Ich habe auch so das Gefühl, dass es nicht mehr so viele Punkte gibt, kann das sein? Ob sonst hätte ich jetzt schon längst. Den wollte ich. Ich hab den. Uts. Ah, komm ruhig her. Doppelt gemoppelt, oder? Mhm. Das war Teamwork. Aber ich glaube, sonst hatte ich immer mit diesem Level schon das mit dem Trinken. Hey Rocky, und, hier zwei schon wieder. Ja. Und mit dem Essen schon voll geskillt eigentlich. Und ich glaube dann sogar noch ein bisschen Ausdauer dazu. Ich wundere mich das ein bisschen. Also richtig viel habe ich noch nicht geskillt. Ja gut, du darfst nicht vergessen, hier sind auch die ganzen Dinger ein bisschen teurer. So, wer auch immer die Schaufel hat, darf jetzt die Gräber ausbuddeln. Ja. Was? Ich muss keine Angst haben, dass wir dann irgendwas entgegengesprungen kommt. Nö, wir sind noch falsch Slot. Oh, ich hab einen Sarg gefunden. Ja klar, du findest unter jedem Grab einen Sarg. Ja gut, fast jeden. Der war leer. Ja, eigentlich jeder. Ich glaube, in der Hütte sind auch Zombies drin. Ja. Oh. Da läuft noch einer rum. Drin. Schön nicht. Aber geludet ist schon. Bin da. Da ist er doch. Also das ist voll genug. Nee, Nest nicht gelootet. Da war ein Zombie, da habe ich mich nicht vorbeigetraut. Merkt man schon. Alle schon gelootet hier. Naja. Der Lootgeier hier. Ja, also so richtig gutes Zeug ist da auch nicht drin. Ja, das ist. Also Lied ist meistens so relativ, Preis ist meistens ganz gut drin. Ne? Mhm. Na toll, ich bin der Einzige mit einer Schaufel. Na, wir haben nur noch eine Schaufel gehabt und du bist der Werkzeughansel. Oh, ja. Selbst schuld. Na gut, ich mach die Gräber mit dem Hammer auf. Zwei Stecken mit dem Hammer und die Gräber sind auch offen. Es sind übrigens auch Särge dort, wo keine Grabsteine sind. Ganz nett. Yay, ein Stück Holz war da drin. Der war aber, sag ich mal, Schreiner.
Der wollte sein bestes Stück mit ihm begraben haben, also sein Handwerksstück. Ja. Damit da keine falschen Ideen aufkommen. Na gut, das beste Stück wird auch mit vergraben sein. Wollen wir es mal hoffen. Wäre sonst ein bisschen böse. Haben wir alles? Glaube, fast. Das war so aus, ne? Andere Seite fehlt noch. Hier ist bestimmt noch was. Ja. Also was? Die Grabsteine, die Friedhöfe sind nicht immer relativ gut. Ich habe gerade ein Problem, ich häng fest. Hier habt ihr? Ah, hier ist ein unsichtbarer Zaun, mit dem häng ich hier fest. Er sagt, von oben sah unsichtbar aus. Naja. Wer will denn da rein? Scheiße, ich bin selber rein. Ja, hier ist auch noch ein Grab. So, okay, dann können wir mal weiter zum Werkzeugladen. Nicht wirklich. So, haben wir alles. Lohnt sich das da reinzuschauen oder war schon jemand drin? Wir waren schon drin. Achso, die Kirche, ja, die. Interessant. Dann geht's mal weiter. Gehen wir in den Werkzeugladen und hoffen mal, dass wir da jetzt endlich mal einen Messschieber dann finden. Und eine Nagelpistole. Ja, eher selten. In meinem Singleplayer habe ich letztes Mal sogar gleich zwei auf einmal gefunden. Zwei ganze. Ja. Wo ist Sunny? Der Rolf, wir laufen glaube ich in die falsche Richtung. Oh. Warte, die laufen da unten auf der Straße entlang. Nee, wir müssen aber noch, nach oben. Habe ich den mit der Schaufel einen übergebraten? Sollen wir dich jetzt den Buddler nennen oder was? Wäre eine Möglichkeit, ja. Okay, der Buddler. Der Typ, der einen an der Schaufel hat. Ich hab schon gemerkt, nächstes Mal müssen wir eine Stufe höher drehen. Haben wir nicht schon eine Stufe höher gedroht? Übrigens, hier sind meistens Zombies drumherum unterwegs. Ja, ich sehe keinen. Oh, doch, hier. Ich auch nicht. Naja. Ja. Hey, warum machst du es schwer? Ich bin schon drin. Immer diese Leute, die es einfach haben wollen. Ja, durchs Fenster. Wir sehen hier Einbrecher oder nicht? Nix Einbrecher. Wir nehmen uns nur das, was uns gehört. Ja, wir sind eben Plünderer. Medizinschrank, wenn da nichts drin ist. Oh. Immerhin. Erlegen. Na super. Also mein Inventar ist voll. Nein, so. Aber nur mit Schrott. Und das können wir. Müssen wir dann eben aussortieren? Ja, ich habe extra Kisten mitgenommen. Wir können dann, wenn wir in der Stadt sind, Kisten aufstellen und alles zusammenschmeißen. Was kann ich mit der Schatzkarte anfangen? Einlesen. Schätze suchen. Einlesen. Kann ich die selbst nehmen oder möchte jemand von euch? Sarudas hat ja schon geskillt, oder? Ich hab drauf geskillt, ja. Also Jennifers Schatzkarte, falls du die noch nicht hast. Das klopft ja nicht die ganze Zeit auf. Weil wenn du sie nicht suchen willst, nehme ich sie. Dann. Ich hab einen Tresor gefunden, den mach ich grad auf. Ach. Oh, ich hab einen Diamanten, ne?
Nicht schlecht. Und im Tresor ist was für dich drin, Sunny. Gut, dass ich Antibiotika habe. Einmal gehauen, schon bin ich infiziert. Das geht schnell. Sunny, guck mal in den Tresor rein. Moment. Ich bin ja gerade am. Ich hab gedacht, du hast es vielleicht nicht gehört. Nee, hab ich gar nicht. Ich hab Schmerzmittel genommen. Hat jemand von euch Antibiotika mitgenommen? Nee. Nein, aber du hast jetzt ein paar Tage Zeit. Achso. Sani, du hast ja Holz dabei, oder? Ein bisschen, ja. Nee, dann leg noch ein bisschen Holz in die Mülltonne für dich, Upsala. Hier vorne in die Kiste. Findet ihr das Holz? Mal reingeschmissen. Habt aus den auf den Boden geworfen. So, gut. Warum liegt da Angelblei? Kann man doch scrappen. Ja, aber das gibt Lead und Lead haben wir nachher echt keine Probleme. Wir sind nämlich in dem Gebiet, wo es Lead gibt, unten im Untergrund. So. Ja, Zombie, du. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt in die Stadt, stellen unsere Kisten in der Mitte auf. Vorsicht, Sunny! Ich war gerade im Menü. Arsch geht's. Er lebt nicht. Wo lebt er? Die verrückt mit dem Hammer. Gibt's auch irgendwie was Schnelleres, so ein Katana oder so? Na, du kannst ein normales Messer nehmen. Keule, Messer. Ah, da ist ja schon die Stadt. Yep. Kommt gleich, die Hunde. Vielleicht, muss nicht. Die können kommen. Wir haben 4 Hämmer. Also, falls jemand Antibiotika findet, ich würde gerne eine nehmen. Finden wir schon. Wir haben hier ein Krankenhaus später. Wo fangen wir an? Links, rechts? Ich hätte gesagt, wir gehen bis in die Mitte, stellen da die Kisten aus und dann nimmt jeder ein Viertel. Ich meine, wenn jeder mal den anderen müssen haben. Hund, mal, da geradeaus. Stehen Hunde. Hund, oh. Ja. Weil, ne, ein Hund, ein Zombie. Okay. Treff schon gar nicht. Ich auch nicht. Ach scheiße, ich hab die... Oh. Ich hab 10 mm mitgenommen. Zweiter Hund. Hat von euch eine heile Bandage dabei? Nein. Ich hab Medikits dabei. Ich hab noch 8 Leben. Also Samuna, ich schmeiß dir die Medikits raus. Danke. Wir können auch erstmal das Krankenhaus auf den Kopf stellen. Angesichts unserer Situation vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Na gut, dann. Ah, ich habe ein Glas Honig. Das funktioniert ja auch, ne? Yep. Ich bin nicht mehr infiziert. So, hier vorne ist jetzt die Kreuzung. Da würde ich sagen, hier stelle ich die Kisten auf. Krankenschwester. Und Hund. Was? Die lebt noch? Komm. Komm mal weg da! Mach mal ein Digger. Noch ein Dicker.
Hast du hier die Kisten hingestellt? Ja. Die eine habe ich jetzt mal gedacht, alles was sie stacken lässt und alles an und die andere dann quasi die ganzen Waffenteile und so ein Spiel. Wenn wir welche finden. Das scrap ich mal und Fisch. So, wer geht jetzt welche Richtung? Oder erst Krankenhaus? Ich glaube erstmal alle Krankenhaus, oder? Nee, ja. Ich würde sagen, dass wir erstmal zusammenbleiben. So, was seid ihr denn? Ich nehme mir gerade das Auto aus dem Auto. Ich mach schon mal Krankenhaus mal schon mal auf. Jo, im Krankenhaus bitte. Ah, Hunde! Was? Hinterm Krankenhaus, neben dem Krankenhaus sind Hunde. Ach ja, kann jemand Munition teilen? Was willst du teilen? Munition? Ja. Ich hab den 10 Millimeter mitgenommen. Du brauchst 9 Millimeter? Ja. Jo. Danke. Die Autos zerlegen wir später, oder? Sind die Hunde schon raus? Nee, nicht im Krankenhaus, sondern neben dem Krankenhaus waren gerade Hunde. Nee. Sagen wir gehen jetzt erstmal rein und dann suchen wir uns erstmal was zum Heilen. Okay. Dann können wir auch noch die... Ja. Reifen... Mal alle rein. Rocky. Ja. Bin da. Verlegen wir es komplett, oder? Also zumindest ist die Leder-Couch würde ich bitte mitgenommen haben. Jetzt legen alle hier. Hebt jemand die Säcke auf? Welche Säcke? Hast du sie nicht leer gemacht? Ja, schon wieder voll. Das ist ja das Problem. Kurzes Eisenrohr. Doch, das zerlege ich jetzt auch mal. Ja, sowas gleich scrappen. Blei brauchen wir nicht, ne? Kann weg. Das wird schon noch mal genug. Ess ich mal was. Ah gut, ich bin ja gerade im Pillen. Im Pillenraum. Naja, nicht nur du. Ey, weil ich brauche ja auch Antibiotika. So. Das war die Scrap Plastic. Gehen wir weg. Dann laufen zwei rechts, zwei links, würde ich sagen, oder? So, ich gehe schon mal eine Etage hoch. Jo, ich gucke hier unten weiter. Wo muss ich denn jetzt hin? Rechts oder links? Bei Samonas. Farbe. Eingang bin ich links. Hinter gegangen. Gelb.
jeder Ecke kommt das Geräusch vom Looten. Oder vom Möbelsarg. So. Oh, meine Pistole kann ich jetzt sogar schon verbessern. Ich habe einen Pistolengriff gefunden, 570. Was? Wir müssen jetzt gleich auch mal dann hochgehen, weil hier uns haben sind wir gleich fertig. War nicht, du warst rechts oder was? Ich war nicht, ich war bei dir auf der Seite. Ja, ne, du warst schon mal hier oben, und zwar ersten Stock schon rechts. Ja. Zwei Schraubenschlüssel gefunden. Okay, die Fernseher zerbrechen an der Wand. Gibt Plastik. Okay. Wusste ich auch noch nicht. Oh, ich habe Energy Drink gefunden. Womit? Mit der Axt oder? Spitzhacke. Also bei mir sind sie One-Hit weg. Ja, in der Tat. So, dann gehe ich nochmal eine Etage nach unten und gucke da nochmal nach den. Was für ein Fernseher? Ja. Ich glaube, da haben sie nämlich nicht geschrottet, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Hier war schon jemand. Hier ist der Kasse, aber hier ist. Och, Eisen. Nimm mit. So, wie kommt man jetzt hier hoch? Das ist ein Treppenhaus. Kein Lift? Nee, der ist außer Betrieb. Falsche Seite, Rocky. So. Müssen wir wieder eins höher gehen. Ah ne, hier ist noch was offen. Das ist ein Lift. Oder hast du schon, so wie es aussieht? Also Sonny, ich bin jetzt hochgegangen schon, ne? Ich bin noch an der ersten Etage. Ja. Betten auch auseinandernehmen? Ne, Betten nicht. Die Ledersachen halt, das ist wichtig. Regen. Auch schon alles gut. Ihr wart oben nicht gründlich. Ich hab oben noch zwei Räume gefunden, wo nicht komplett benutzt sind. Im ersten Stock. Ja, du warst ja auch auf der Seite, wo wir nicht waren. Übrigens, wir gehen langsam auf die 30 Minuten zu, ich sag's nur. Tigerbrille und Footballhelm brauchen wir, glaube ich, alle nicht, ne? Nee. Hinten war ich komplett durch, auch hier. Was? Hier hinten war ich komplett durch, oder? Mehr ist da ja nicht. Oh, eine Terrasse. Schick. Holz. Wer schmeißt Holz im Mülleimer? Ja, der jetzt anzünden will. Vielleicht ist es ja Biotonne gewesen. Ja. Klopf, klopf. Alter, was geht jetzt ab?
jetzt 4 Schraubenschlüssel gefunden. Zerlegen. Ja, die schlechte schon 2. Zerlege. Mein lieber Ding von der Baby auch zerlegt. Oh, den nehme ich. Sunny, ich habe für dich was zum Anziehen gefunden. War es ein rosa Tanktop? Nee, einen braunen Rock. Oh, super. Finde ich auch. Wenn jemand möchte, ich habe einen roten Kapuzenpulli. 109. Müsste dann jemand mal zu mir kommen. Oh, ich hab die Pillenabteilung gefunden. Ja, die große Pillenabteilung. Und ich hab die Klos dafür gefunden. Oh, das Scheißhaus muss aus sein. Na, guck mal, ein Papierkorb, ein Scheißhaus ist eine Schematik für eine Knarre. Ja. Und das Lustige ist, in den Scheißhäusern gibt's auch gerne mal fertige Pistolen oder sowas. Was ich denn jetzt weg? Ach, Steine. Weg. Ah, eine Ledercouch. Ja gut, dann beenden wir mal die Folge und machen gleich weiter, oder? Jo. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.